Grüß Sie recht herzlich zur Wochenwettershow vom 27. Jänner bis 2. Februar für die Tiroler Zugspitz-Arena. Mittelfristig geht's mit winterlichem Wetter weiter. Immer wieder ziehen Tees vorbei und bringen uns in den nächsten 7 Tagen durchschnittlich einen halben bis zum Teil einen ganzen Meter Neuschnee. Das würde mir bis hierhin ungefähr reichen. Und dazwischen gibt's auch mal ruhige Phasen mit etwas Sonne, da setzt sich der Schnee. Aber wir sollten die Lawinengefahr genau im Auge behalten. Die wird nämlich deutlich steigen. Und jetzt riskieren wir mal ein Auge auf die Livecam in Grubichstein. Wir sehen, wie es zum Wochenstart war, nämlich winterlich. Mit Zwischenhocheinfluss, Sonne, Wolken im Wechsel und unten der frische Pulverschnee, der jetzt immer wieder mal drauf kommt und dazwischen eben die ruhigen Phasen mit Sonnenschein zwischendurch. Ideal für alle Wintersportler. Sie sollten dann natürlich die Zwischenhochs ausnutzen. Im Laufe des Dienstags, da wird sich ein neues Schneefallgebiet bei uns breit machen und das ist zum Teil sehr, sehr kräftiger Schneefall, vor allen Dingen hier rund um die Zugspitze, da kommen bis zum Abend teilweise 40 cm zusammen und wir haben überall frostige Temperaturen, oben auf der Zugspitze minus 17 Grad und unten sind es maximal minus 1 Grad am Nachmittag. Dann wieder ein Zwischenhoch am Mittwoch. Die Wetterlage beruhigt sich, kaum noch Schneeschauer, aber trotzdem wird es eisig bleiben. Der Donnerstag ein klein wenig milder. Da wird es dann unten im Tal zarte Plusgrade geben. Der Schnee wird eher pappig und matschig, aber dann wird schon wieder kälter mit neuen Schneewolken am Freitag. Nicht mehr ganz so viel Schnee wie noch am Dienstag. 10, teilweise 20 cm und oben auf den Bergen bläst kräftiger Westwind und der Pulverschnee wird verblasen, deswegen die erhöhte Lawinengefahr. Wandern ist ja das ganze Jahr hindurch eine beliebte Freizeit- und Urlaubsbeschäftigung. Auch im Winter lassen sich viele Wanderwege zu Fuß erobern. Mehr als 60 Kilometer der Wege werden auch in dieser Jahreszeit geräumt. Das heißt, man kann mit dem passenden, wärmenden und bequemen Schuhwerk viele, viele Kilometer zurücklegen und so die Winterlandschaft auf sich wirken lassen. Die regelmäßigen Bahn- und Busverbindungen machen es besonders einfach, von Ort zu wandern. Zurück geht es mit öffentlichen Verkehrsmitteln für alle Gäste übrigens kostenlos. Und gleich wie im Sommer sind auch beim Winterwandern die Hütten bzw. Restaurants besonders lohnende Ziele. Bei einer heißen Tasse Schokolade entspannt man auf der Sonnenterrasse, bevor es wieder zurückgeht. Sonnenterrasse oder Schneeterrasse? Das schauen wir uns jetzt mal an für die weiteren paar Tage für das kommende Wochenende. Wir haben eher die Sonnenterrasse dann am Samstag mit nur wenigen Schneefällen. Vielleicht mal eine Flocke gegen Abend, viel ist das nicht. Eisig oben auf der Zugspitze, minus 15 Grad. Dann schwächt sich der Frost vorübergehend etwas ab, aber auch unten im Tal bleibt es bei Minusgraden. Allerdings wieder mit neuen Schneewolken am Sonntag. Und in der neuen Woche, da beruhigt es sich wieder ein wenig. Nur selten Schneeschauer, ab und zu Sonnenschein und überall Dauerfrost. In der Tiroler Zugspitz-Arena findet dieses Jahr zum ersten Mal die Synchro-Ski-Weltmeisterschaften statt. Nach bereits 5 erfolgreichen Synchro-Ski-Weltcups hat sich die Region als Austragungsort für die Weltmeisterschaften etabliert. Am Samstag, am 31. Jänner, gehen auf der Skipiste die Flutlichter an und Leer Moos wird zur Showarena für die besten Teams der Synchro-Ski-Weltmeisterschaft. Sie sollten sich dieses spektakuläre Ereignis in der Königsklasse des alpinen Skisports wirklich nicht entgehen lassen. Und nach der Qualifikation treten die besten 16 Paare im direkten Duell gegeneinander an. Das Ziel? Als schnellstes Synchro-Duo den Stangenwald zu meistern und dabei die bestmögliche Übereinstimmung der Bewegungen zu haben. Gar nicht mal so einfach. Die Sieger werden anschließend bei der WM-Party gefeiert. Und jetzt wünsche ich Ihnen eine erlebnisreiche Woche bei uns in der Tiroler Zugspitz-Arena. Das Wetter präsentiert sich ja jedenfalls tief winterlich. Haben Sie eine gute Zeit. Servus und bis bald.